So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Mod-Review. Ja, wie ihr seht, heute zeige ich euch den Shelf-Mod und was der macht, seht ihr jetzt. Vielleicht hat mal auch jemand Lust, ein Intro zu machen, das wollte ich noch sagen, einer von den wenigen Zuschauern, die wir hier noch haben. Vielleicht hat, das gilt auch für später, wenn, kann ich ja mal erwähnen oder so, wenn jemand mal Lust hat, ein Intro für uns zu machen, dann gerne schickt uns einen Link dazu oder an eine E-Mail-Adresse, die werde ich dann unten noch verlinken. Irgendwann. Das wird wahrscheinlich für uns sowieso noch kein Intro machen. Und naja, dann fangen wir an. Wie ihr seht, fügt das halt so Regale hinzu, wie Mod ja auch schon sagt. Hier ein Wooden Shelf. Oh mein Gott, unten ist so laut. Ach, ich mache jetzt immer einen Cut rein. So Leute, also hier, ich habe jetzt hier unten mal beruhigt, die Tür zugemacht. Und ihr seht schon, ich habe mir ein paar Sachen ins Inventar gelegt. Und ja, sieht man auch hier. Also ich zeige erstmal hier, Wooden Shelf, könnt ihr halt, hier, also könnt ihr die ganzen Shelves, könnt ihr also einfach hinlegen und Restick drauf machen und dann seht ihr so ein Interface, könnt ihr halt was raufsetzen, so viele wollt. Ihr könnt auch ein Shelf drauflegen, schade nur, dass ihr auf das Shelf nicht noch was drauf machen könntet. Das wäre aber auch ein bisschen sinnlos. Also dann sieht man das hier auch so in diesem Interface, das finde ich saugeil gemacht, so. Wenn das so zerschlagt, kriegt ihr das auch zurück. Das finde ich auch für Mod-Reviews ganz praktisch. Also einmal kann man, und ich finde es generell praktisch, dass es das in verschiedenen Farben gibt. Dann kann man das seiner Umgebung anpassen, so ein bisschen. Das finde ich auch für Crafting-Sachen ganz gut, wenn man so Crafting-Rezepte zeigt. Oder Crafting-Ideas oder so. Und dann könnt ihr hier so zum Beispiel, ja, das craftet man sich so. Das wäre jetzt ein Holzschwert und so. Ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das alles aussieht. Brick-Shelf, Stone-Shelf und Obsidian-Shelf. Ja, das sieht halt so aus. Ich mache da mal jeweils das Ding drauf. Ja. Sieht halt dann immer so aus. Und ja, viel mehr gibt es zu der Mod eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ja, es ist halt eine recht kleine, aber ziemlich auch zum Teil sehr praktische Mod. Man kann damit halt für weitere Mod-Reviews oder so, damit ganz lustig was machen und ja, dann sehen wir uns dann gleich bei der Installation. So, dann sind wir jetzt hier bei der Installation. Ja, und ja, als erstes müssen wir mal auf die Seite vom Shelf Mod gehen. Dazu klicken wir hier, also gehen wir in unseren Browser, Internet. Und was zur Hölle, ich habe den doch ausgemacht. So, ich mache nochmal aus. Ja, es war ein Video von HimGames. Ich selber. Johoho. Dann hier machen wir einen Link vom Minecraft Forum. Ist in der Beschreibung, ne? Ja. Wie immer. Hier die anderen Seiten. Winra und Anatscheibe sind auch wieder in der Beschreibung. Dann hier close. Hier sind es dann die Dings, aber das müsst ihr ja nicht machen. Müsst ihr euch ja nicht lesen, weil ich hier jetzt das Video ja mache. So, ihr müsst halt ein bisschen runterscrollen. Dann kommt hier. Sind ja halt die. Die ganzen Downloads. So, und dann geht ihr einmal hier auf Modloader, Download, also wenn ihr den Macher unterstützen wollt, klickt ihr auf Adfly, dann wird auf eine Seite umgeleitet, müsst ihr dann 5 Minuten Werbung aushalten und dann kriegt der Macher da halt Geld für und Download Direct, das mache ich jetzt mal, das ist, wenn ihr sagt, der hat es nicht verdient oder so, naja, das ist einfach, dann bekommt ihr das direkt, das mache ich auch mal. Dann scrollt ihr nochmal ein bisschen runter, bis ihr halt hier Audiomod, Flutgate und so, stelle ich vielleicht auch nochmal alle vor. Shelf. Dann klickt ihr hier auch wieder auf Download Direct. Klickt ihr hier auf OK. Und hier seht ihr schon ein kleines Bild. Also das kann man halt so reinlegen, die Sachen. Ja, ich muss mal gucken, habe ich das jetzt gedownloadet? Ja. So, dann können wir unseren Browser wieder zumachen. Natürlich nicht unser Video hier jetzt, aber naja. Dann gehen wir mal in unseren Downloads-Ordner. Also Anja Schirra ist halt. Ja, Singleplayer Commons, das installiere ich mir gleich noch, das überspringe ich noch, das wollte ich mir noch installieren. Habe ich jetzt gerade vergessen. Naja, ist egal. Habt ihr nicht gesehen. Und naja, dann können wir das erstmal wieder zumachen und dann müssen wir die beiden Dateien empacken. So, auf Mac könnt ihr das einfach mit einem Doppelklick machen. Auf Windows müsst ihr halt Rechtsklick drauf, öffnen mit und dann WinRAR. Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Naja, und dann habt ihr hier die beiden Objekte, Shelf und Modloader.
So, im Finder jetzt bei Mac ist es ganz einfach. Auch, dann geht ihr jetzt hier auf also Username, Library, in den Application Support, dann in den Minecraft Ordner. Wo ist der denn? Da. Dann müsst ihr den jetzt erstmal säubern. Ja, ich habe mir die Pflanzmod installiert. Ihr könnt natürlich auch, das mache ich jetzt mal, euch den gesamten, wenn ihr den jetzt haben wollt, ich mache das jetzt mal. Ich kopiere mir den jetzt mal weg, damit ich den safe habe. So, ist ja egal. Es dauert jetzt kurz ein bisschen, kann ich überspringen. So, dann sind wir da jetzt wieder. Haben wir jetzt hier den Minecraft-Ordner. Also, müsst ihr jetzt nicht machen. Ich wollte das nur, damit ich den Mod jetzt nicht gelöscht habe. Die Mod, Pflanzmod. Ist ein bisschen aufwendig manchmal. Stelle ich auch noch vor. Kommt alles noch. Na, jetzt machen wir es mit den Shells-Mod. Also, geht wir in die Minecraft rein. Drückt Command und A oder auf Windows halt String und A. Und, ja, und dann müsst ihr erstmal säubern. Also, ich sag euch erstmal, was ihr nicht löschen wollt. Ihr wollt nicht löschen den Last Login. Da sind eure Login-Daten gespeichert. Ihr wollt nicht löschen euer Servers. Ihr wollt eure Stats nicht löschen, eure Texture Packs und eure Saves. Da sind eure Welten drin. Und ja, Texture Packs sind halt eure Texture Packs drin. Und den Rest könnt ihr jetzt ziehen. Ziehen wir jetzt einfach in den Papierkorb oder Restzeug im Papierkorb legen. So, auf Windows erkläre ich jetzt einmal, wie ihr da hinkommt. Ihr müsst Windows-Taste und R drücken, dann erscheint hier unten ein kleines Fenster und da müsst ihr dann AppData% reinschreiben. Das sollte da auch schon drin stehen. Dann kommt ihr halt zum Roaming-Ordner, da könnt ihr in euren Punkt Minecraft-Dings gehen und dann halt hier wieder säubern, wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. So, dann müssen wir jetzt Minecraft starten, damit sich das hier alles neu generieren kann. Das mache ich jetzt hier mal so runter. Minecraft, wo ist es? Da. So. Ja, dann müsst ihr euch jetzt einloggen. Das mache ich jetzt einmal ganz schnell. So, und wenn Minecraft sich dann gestartet habt, dann könnt ihr es auch gleich wieder zumachen. Also ja, jetzt Mojang, das dauert jetzt kurz noch ein bisschen. So, und wenn sich das jetzt gestartet hat, dann ist die Sprache jetzt hier wieder auf Englisch. Egal. Don't feed avocados to parrots, was auch immer das bedeutet. Naja, ihr könnt es dann halt zumachen, Minecraft wieder. Dann hat sich nämlich hier im Finder, das hat eben nicht funktioniert kurz. Das ist mir Minecraft irgendwie abgeschmiert oder so. Ist halt bei Mojang hängen geblieben und dann hat er das eigentlich auch alles wieder generiert. Das ist jetzt nur ein bisschen, ich gehe mal auf, könnt ihr rechtsklick aufräumen. Und das ist es angeblich schon aufgeräumt. Naja, ich mach mal immer so. Und einmal wieder so. Ach, egal. Ist ja alles drin, was wir brauchen. Das ist ja die Hauptsache. Naja, und dann müsst ihr jetzt erstmal jetzt wieder die Minecraft.jar öffnen. Also dazu gehen wir in den Bin. Dann seht ihr hier halt die Datei Minecraft.jar, ne? Dann geht ihr da rechtsklick drauf. Also ich erkläre das jetzt erstmal für Mac. Auf Mac geht ihr rechtsklick drauf. Öffne mit. Yo, sorry Leute für den großen Cut. Ich hatte das Anhaltscheibe, da wurde wohl irgendwie gelöscht. Ich musste mir den jetzt einmal downloaden neu und das hat jetzt ein bisschen gedauert. So, dann geht ihr halt hier rechtsklick drauf, öffnen mit anderem Programm. Ich weiß nicht, warum der Anhaltscheibe da jetzt nicht eingegangen ist. Und dann sucht ihr, könnt ihr das hier oben suchen oder es halt so suchen, wenn ihr wisst, wo es liegt. Dann theanhaltscheibe.app öffnen. Dann extrahiert ihr das. Oder öffnet das halt und dann kriegt ihr so einen Minecraft-Ordner. Also auf Windows müsst ihr halt rechtsklick, öffnen mit und dann da WinRAR auswählen. Dann vielleicht auch unter anderem Programm suchen. Ich weiß halt nicht. Naja, hier, benennt ihr dann erstmal um in Minecraft Backup oder so. Weil das jetzt ein Backup hat, das könnt ihr auch wegwerfen, mache ich jetzt nicht. Und die benennt ihr dann Minecraft wo ist das verdammte J? Ja, ich bin nicht der Beste am Tippen. Und das müsst ihr genauso nennen, also keine Rechtschreibfehler, weil sonst nimmt er das halt nicht. Und dann hat er keine Minecraft.jar, findet er nicht und dann stürzt euch das Spiel ab. Blackscreen reparieren kann ich auch nochmal machen. Könnt ihr aber auch suchen, das ist, naja. Dann geht ihr halt in den Minecraft-Ordner rein und dann hier ganz viele Class-Dateien. Mit denen können wir jetzt so aber nichts anfangen. Also mache ich erstmal so. Und dann hier sortiere ich jetzt mal nach Art. Weil dann sind die ganzen Ordner unten, was ich eigentlich sowieso jetzt nicht brauche. Naja, dann geht ihr jetzt hier, macht ihr ein neues Fenster auf. Geht ihr hier unter Username, dann in die Downloads und... Ach nee, das haben wir.
Entschuldigung, Leute, das haben wir schon auf den Desktop geschoben. Hier. Ja, das war jetzt mein Fehler. Dann öffnet ihr das erstmal. Also, als erstes öffnet ihr den Modloader. Seht ihr hier wieder ganz viele Clusterdateien. Können wir auch so nichts mit anfangen. Könnten wir mal probieren zu öffnen. Mache ich ein andermal. Das wollte ich noch probieren. Dann drückt ihr halt Command oder Steuerung A. Und dann Command oder Steuerung C. Dann habt ihr das kopiert. Und dann drückt ihr hier, klickt ihr hier rauf. Und Command oder Steuerung V. Dann kopiert ihr das da rein. Dann kommt hier, wollen Sie das kopieren? An diesem Ort existiert bereits ein Objekt mit dem Namen AAL Glas und so. Dann geht die für alle ersetzen. Das würde das ja nichts bringen, wenn da was fehlt. Könnt ihr das schon wieder zumachen? Dann geht jetzt in die Shelf Mod. Hier sind auch wieder nur ein paar Glasdateien. Geht ihr auch wieder, könnt ihr hier unten ziehen oder halt Steuerung oder Command A, dann C und dann V. Okay, jetzt habe ich das gerade alles in denselben Ordner gemacht. Okay, das war jetzt dumm. Na so, Command C, Command V oder halt Steuerung, wie ihr wollt. Und dann habt ihr das. Ja, dann könnt ihr das alles zumachen, Minecraft starten und ja. Also wir sehen es dann, wenn es heißt Let's Modding Minecraft. Ciao.